Hallo lieber Rasenfreak, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Kochlöffel. Der Rasenfreak und mein Kollege Heiko Remmel werden euch heute etwas erzählen über Sand. Heiko ist ein Fachmann zum Thema Sand und er hat hier mal ganz verschiedene Sande mitgebracht aus seinem reichen Lager an verschiedenen Sanden. Und wir wollen nach diesem Video hier zum Thema Bodenanalyse noch mal ein bisschen ausführlicher über das Thema Sand, verschiedene Körner, Korngrößenverteilungen reden, wo man Sand idealerweise herbekommt, was man tun sollte, um den richtigen Sand für seinen Boden zu kaufen. Da ist Heiko eben der Fachmann, der uns oder mich jetzt hier unterstützt bei diesem Thema. Heiko, vielen Dank, dass du da bist. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch und die Zuschauer hoffentlich auch. Alles klar. Super, dann legen wir jetzt mal los. Bis gleich. So, entstehen die perfekten Streifen. Yeah! Ja, Heiko, erste Frage von mir. Wie bist du überhaupt auf das Thema Sand gekommen? Warum interessierst du dich so für Sand? Wo kommt das her? Ja, ich habe, als ich vor 15 Jahren die Firma Grasshopper gegründet habe, relativ schnell festgestellt, dass im Greenkeeping unterschiedliche Sande verwendet werden, aber nicht immer die optimalen Sande. Und habe mich dann einfach mit dem Thema befasst. Kommt vielleicht ein bisschen daher, dass ich aus dem Baustoffbereich komme und Sand natürlich auch ein cooler Baustoff ist. Klar, ne, also erstmal denkt man bei Sand natürlich an Bauen, an Beton höchstwahrscheinlich und nicht so sehr an Rasentragschicht. Und aber wer hat dich denn dazu getrieben, dich so intensiv mit dem Sand zu beschäftigen? Naja, das zum einen natürlich Kunden, die gesagt haben, dann finde bitte den optimalen Sand für uns, aber auch das eigene Bestreben, gute Sande in Deutschland zu finden, die es gibt. Es gibt aber natürlich auch viele nicht so gute Sande. Ah ja, und was nun der Unterschied zwischen einem guten und einem nicht so guten Sand ist, das werden wir hoffentlich gleich erfahren. Ich will noch mal kurz hier am Anfang zeigen, was ich selber ja schon getan habe. Ich habe hier den Sand, den ich von einem Kollegen bekommen habe, mal im Wasserglas entmischt. Und wir haben das im Vorfeld schon mal angeschaut. Könnt ihr mir mal gucken, da. So, ich hoffe, der Fokus ist noch gut. Christian kann mal gucken, ob der Fokus noch da ist. Christian ist übrigens auch da, den er ja schon aus diesen Videos hier kennt. Hier sieht man eben sehr schön obendrauf eine ganz feine Ton- und Schluffschicht. Und dann eine relativ homogene, in der Korngröße relativ homogen verteilte Sandschicht. Und das Zweite, was ich jetzt mittlerweile im Laufe der, ich weiß nicht, 2-3 Wochen immer weiter entmischt hat, ist mein Mutterboden, mein alter Mutterboden von der Südkante. Und hier sieht man doch sehr, sehr krass, dass die Schluff- und Tonschicht, also diese braune Schicht, sehr, sehr, sehr dick ist und auch dann darunter eine doch relativ homogene, feine Sandschicht ist. Und ja, ich als Laie kann mit diesen Ergebnissen natürlich noch nicht so richtig viel anfangen. Und deswegen hat also nicht nur der Heiko hier mal die trockenen Sande mitgebracht, sondern auch schon entmischte Sande. Vielleicht zeigst du mal hier so ein Fläschchen, so ein Pröbchen. Genau, das sind so entmischte Sande. Auch im Wasser entmischt, in so ganz tollen Plastikflaschen, die muss ich auch alle haben. Und da sieht man eben auch sehr krass dann schon die Unterschiede. Und genau, darum geht es. Heiko, wie fangen wir jetzt am besten an? Was denkst du? Wir müssen zum einen drüber sprechen, welche Sandkörnung ist die richtige? Ja. Wir haben ja natürlich ganz, ganz viele Spindelbesitzer da draußen. Was ist da ein guter Sand für die Spindeln, dass die nicht ständig geschliffen werden müssen? Was sind andere Eigenschaften vom Sand? Die Kornverteilung, Überkorn, pH-Wert, das sind alles so Faktoren, die wir uns vielleicht mal anschauen sollten. Ja, sehr gut. Das Thema Spindel, Spindelmäher, ne, wer einen schönen Rasen haben will, der sollte sich ein Spindelmäher kaufen. Und dann brauchen wir Sand auf der Rasenfläche und das mag der Spindelmäher eigentlich überhaupt nicht. Du sagst also, Heiko, fangen wir vielleicht erstmal damit an,
dass durchaus die Haltbarkeit der Spindel, des Schnitts, des Messers, des Untermessers, dass die Haltbarkeit auch durch den Sand beeinflusst werden kann. Naja, natürlich. Wenn wir uns zum Beispiel mal den Sand hier anschauen, der also sehr viele... Wir halten hier mal die Kamera. So. Kannst du auch ruhig noch dichter halten, also dass es richtig schön super scharf wird. Einfach, wenn der Sand sehr, sehr viel Überkorn hat, also sprich Körner, die größer diesen 2 Millimetern sind, die dann einfach in den Spindeln hängen, die Spindel zerschlagen, die Spindel stumpf machen. Dann hört machen sich unschön an. hört sich unschön an, genau. Das geht sehr gut. Genau, also vielleicht nochmal ganz wichtig zur Erklärung. Wenn ihr 0/2er Sand kauft, das ist so der Standard. 0/2er Sand, 0/2er Sand in der Umgangssprache, gewaschen, ne, 0/2er Sand gewaschen, dann kann das hier alles sein. Hier alles, richtig, Heiko? Richtig, ja. Und das ist das Problem. Das ist natürlich ein Problem, weil es einfach auch auf die Aufbereitung im Sandwerk ankommt. Ja? Wie sauber können die waschen? Ja? Klar, die Sandwerke sagen waschen, aber wie findet dieser Waschprozess statt? Und was kann ich jetzt tun, wenn ich jetzt eben einen Sand bekomme aus dem Kieswerk? Wir können ja mal ein paar Extrembeispiele vielleicht zeigen. Erstmal als trockene Proben, denn der ist ja nicht entmischt in einem Wasserglas. Was können wir erstmal grob tun als Laien, um jetzt mal grob zu beurteilen, ist der Sand gut oder schlecht? Im Prinzip wirklich nachfragen. Fragen im Sandwerk. Wie waschen die? Wie wird der Sand aufbereitet? Wie wird abgesiebt? Da gibt es einfach schon ganz viele Unterschiede. Ja. Wenn du jetzt diesen Sand bekommen hättest, was würdest du tun und was würdest du auch rein von der visuellen Beurteilung zu dem Sand sagen? Also was ich immer mache im Sandwerk oder auch beim Kunden, wenn der einen Sand geliefert bekommen hat, mir den Sand anzuschauen, den Sand in die Finger zu nehmen, den Sand zu reiben, ja, zu sehen, was habe ich nachher an Schluff und Ton schon an der Hand kleben. Also was setzt sich in die Poren, in die feine Hautstruktur richtig, rein? Genau. Das ist der Ton und Schluff, das sind diese Feinstanteile, die wir nicht in dem Sand haben wollen. Die wir nicht in dem Sand haben wollen, die den Boden zumachen. Ja, ist es verdichten? Also ich habe es ja so gelernt bei meiner Greenkeeper-Ausbildung, dass die Mittelpore, also die Hohlräume, ja, ganz entscheidend sind. Und wenn man eben einen mittelgroßen Hohlraum im Kleinstbereich, einen mittelgroßen Hohlraum hat, in diese Mittelpore hat, dann ist die Wasserverfügbarkeit besonders gut. Dann kann also die Wurzel besonders gut das Wasser aus dieser Körnung herausziehen. Also habe ich es verstanden. Ja, wir brauchen natürlich im Boden diese Fein-, Grob- und Mittelporen. Ja. Ja, und durch den Schluff und Ton, durch die Feinanteile, werden einfach nach und nach diese ganzen Poren verschlossen. Die Durchlässigkeit des Bodens wird vermindert. Und das ist das, was wir nicht haben wollen. Das ist ja hier bestes Beispiel, ein reiner Ton. Man sagt früher Lehmboden. Wir wissen ja, Lehm ist eine Mischung aus Ton, Schluff und Sand. Das heißt, so ein lehmiger Boden, umgangssprachlich, der ja so, wenn er feucht ist, so schmierig, glänzend ist, sehr gut sich formen lässt. Na, da kann man schöne Gläser draus machen, oder so schöne Tonschalen draus machen, wollte ich sagen. Das ist genau das, was wir nicht haben wollen. Wenn eben sehr, sehr viele Feinstanteile im Boden sind, dann ist das für die Wasserdurchlässigkeit und auch für die Wasserhaltefähigkeit eben suboptimal. Gut, was ist denn aus deiner Sicht jetzt der ideale Sand für Sportplätze von mir aus? Natürlich Golfplätze, aber wir wollen ja hier im normalen Bereich bei unseren Rasenflächen zu Hause bleiben. Was wäre da für dich ein guter Sand hier aus deiner Palette? Ein sehr guter Sand sind einfach die Sande, die mehrfach gewaschen sind.
Okay. Auch da gibt es ja schon Unterschiede, einfach gewaschen, mehrfach gewaschen. Auch sicherlich, wie ist der Aufbereitungsprozess erfolgt? Ist es nur gewaschen, gesiebt? Ist es vielleicht sogar hydroklassiert? Was heißt das? Hydroklassiert sind bestimmte Anlagen, die also dann, wo der Sand in einem Waschprozess dann abgesiebt wird. Das heißt, okay, sehr, sehr genau kann hier die Körnung aufgeteilt werden in die verschiedenen Fraktionen. Ja. Kostet das dann auch mehr Geld? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Also es ist einfach, je nachdem, wie das Sandwerk sich entschieden hat, seine Anlage auszustatten. Aber es gibt sehr gute Sande, die nicht unbedingt ein Vermögen kosten. Das Problem ist ja meistens bei den Sanden, dass das Produkt selber gar nicht so teuer ist. Teuer ist leider immer der Transport vom Kieswerk, vom Sandwerk zum Kunden. Das kostet leider sehr viel Geld. Deswegen ist es einfach naheliegend, immer in der Nähe sich irgendwo ein Kieswerk zu suchen und danach einem 0,2er Sand zu fragen. Du hast schon gesagt, Korngrößenverteilung ist wichtig. Kriegt man die denn eigentlich so in jedem Kieswerk? Müssen die das können? Und auch pH-Wert, sagtest du, ist auch wichtig. Ist das so normal, dass sie sowas zur Verfügung stellen? Was sind denn so deine Erfahrungen? Nicht unbedingt. Meine Erfahrung ist, dass es nicht unbedingt vorhanden sein muss. Also ein Kieswerk, ein normales Kieswerk, was vielleicht die Betonindustrie, den Bau beliefert, hat nicht unbedingt eine Sieblinie für seinen Sand, hat nicht unbedingt einen pH-Wert. Also wir stellen das auch immer wieder fest, dass wir zu Sandwerken hinkommen und dann sagen, für was wir die Sande brauchen und dann unsere Anforderungen stellen zu Sieblinien, zu pH-Werten und man bekommt da leider nichts. Ja. Das heißt, wir gehen dann zu unserem Labor und lassen es dort analysieren. Okay, das ist natürlich schon schade. Aber da muss man halt schauen, dass man irgendjemanden findet, der sowas bietet. Wir haben hier bei uns in der Gegend ein Quarzhandwerk, das glücklicherweise so eine Stunde entfernt ist, fahrzeitmäßig. Und die bieten auch für Golfplätze verschiedene Sande in verschiedener Korngrößenverteilung an. Ich finde sehr, sehr schöne Sande. Die haben also auf ihrer Homepage sogar die Körnungslinien, heißt das, glaube ich, ne? Also oder Sieblinien, verfügbar. Da kriegt man gewaschene und getrocknete Sande in unterschiedlichster Form. Jetzt habe ich gehört, viele fragen auch unter meinen Videos, ist Quarzsand denn überhaupt so gut? Ist denn überhaupt Quarzsand das Richtige? Nun, Quarz ist sicherlich das Richtige, aber ich muss da mal anfangen, was darf als Quarzsand bezeichnet werden? Okay. Quarzsand darf im Prinzip schon, also es gibt eine europäische Norm, die sagt ganz klar aus, der Massenanteil, der am höchsten ist oder der über 50% kommt, nach dem Massenanteil darfst du einen Sand bezeichnen oder ein Produkt bezeichnen. Das heißt, rein theoretisch kann ein Sand, der 51% Quarzanteil hat, darf als Quarzsand bezeichnet werden. Ist das denn für dich ein Problem? Oder? Quarz ist natürlich sehr, sehr, sehr stabil, sehr formbeständig, hat natürlich wahnsinnig gute Eigenschaften für unseren Bereich. Und umso höher der Quarzanteil ist es, umso natürlich besser. Also gute Quarzwerke oder vielleicht auch das Quarzwerk, was du jetzt gerade angesprochen hast, bei dir in der Nähe, haben sicherlich Quarzanteile über 90%. Allerdings, die sind richtig weiß, ne? Also das, ja. Ja, das sehe ich immer als Quarz. Also zumindest sind sie wirklich weiß. Also, ja, muss aber nicht sein. Quarz muss nicht weiß sein. Ah, ja. Ja, genau. Okay. Ja, wir haben also sehr gute, also auch hier in der Range, die wir jetzt hier auf dem Tisch stehen haben, sind sehr viele Quarzsande dabei. Zeig ruhig. Also, möchtest du erst mal kurz sagen, was es ist, wo wir jetzt. Genau, jetzt, bevor wir jetzt nochmal das Thema Quarzsand was vertiefen, warum der gut ist, sagst du vielleicht nochmal ganz genau, was haben wir hier für verschiedene Sande und warum hast du die überhaupt mitgebracht? Das will ich jetzt wissen. Du willst immer alles wissen. Genau. was ich mitgebracht habe, sind einfach unterschiedliche Sande, meistens wirklich Quarzsande, die also aus meiner Sicht wirklich einen sehr, sehr hohen Quarzanteil haben.
aus ganz verschiedenen Regionen in Deutschland. Leider nicht von dem Sandwerk, was du gesagt hast. Habe ich aber auch. Kennt das, ja? Also, ich habe das auch in der Schublade. Ah ja. Ich denke schon. Ja. Was hältst du davon? Das sind gute Sande, definitiv. Ja. Ja. Ich kenne Rode, auch. Rode, ne? Schlingmeier, Quarzsandwerk in Rode. Nur ein bisschen Werbung. Ne? Eigentlich ist das hier keine Werbesendung. Schlingmeier hat wunderschöne Sande. Das ist so. Übrigens, Story am Rande. Die lachen sich mal halb tot, wenn ich da ankomme. Die lachen, also das sind echt super nette Leute. Es ist ja nur nicht, ich bin nur nicht der Erste. Ich habe es angefangen, definitiv. Ich war wohl der Erste, der da jetzt Sand für meinen Rasen geholt hat. Hier bei Schlingmeier in Rode. Und das ist echt cool. Ne? Quarzsandwerk, das ist eine große Schranke, musst dich da anmelden. Dann fährst du da drauf, ne? Überall die riesigen Bagger. Also unfassbar. Überall liegt Sand rum, alles weiß. Und dann gehst du in so ein Büro rein und dann sag, ja, ich hätte gerne eine Tonne Sand für meinen Rasen. Und dann lacht der sich weg. Der haut sich jedes Mal weg. Weil er sagt, ja, das passiert jetzt ständig. Ständig kommen also irgendwelche kleine Hobby-Rasenfreaks mit ihrem Anhänger und holen da so eine Tonne Sand weg. Und das sind natürlich keine Mengen. Und wichtig ist, vielleicht noch an der Stelle, es gibt gewaschene Sande, natürlich alle sind gewaschen, aber es gibt eben feucht und trocken. Und die feuergetrockneten Sande, die sind natürlich super, die rieseln fantastisch in die Löcher rein, aber sind auch richtig, richtig teuer. Und deswegen nehme ich auch nur noch feuchte Sande, die trocknen auch sehr schnell ab und die sind im Verhältnis dazu viel, viel günstiger. Und also eine schöne Grüße zum Quarzsandwerk in Rode. Also wir freuen uns, dass ihr uns so nett beliefert. So, jetzt geht's weiter. Ich hoffe mal, ich weiß ja nicht, ob die das sehen. Ja, das darfst du für die anderen jetzt, Werbung machen. Jetzt da. Aber wir wollten doch keine Werbesendung machen, Andreas. Ach so. Ja. Ja, aber du da, ja, okay. Ja, natürlich, aber es gibt sehr, sehr gute Sande. Wie gesagt, wir haben jetzt hier von einem Quarzsandwerk oder von einem, nein, kein Quarzsandwerk, sondern einem Sandwerk, Entschuldigung. Der war ja nicht gut. Von einem Sandwerk, aus dem bayerischen Raum war er und wir haben den Sand aber nie ins Programm genommen. Ja. Ja. Der zweite Sand, wirklich für mich sehe ich für den Baubereich ein sehr, sehr gutes Produkt. Okay. Vielleicht auch für den Häuslesbauer oder was auch immer, aber nicht für Rasen oder auch gar für Sportrasen geeignet. Was man hier sieht ist, Heiko, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. Aber das ist ja irgendwie so staubig, also so, richtig, also du kannst ja kaum durchgucken durch das Glas. Das ist einfach der Unterschied, wenn man das hier sieht, dass dieser Sand sehr viel Staub einfach enthält, also sehr viele Feinanteile, was man dann auch in der Nassprobe dann nachher sieht, dass hier wahnsinnig viel... Wollen wir das gleich mal im Vergleich zeigen? Das können wir also lass uns mal gleich mal vergleichen hier. Also das war jetzt hier die trockene Probe, genau. und das ist jetzt hier von dem staubigen hier die Nassprobe. Und gerne auch mal kippen an Christian, dass man das einfach sieht, was da wirklich drin hängt. Eine wirklich dicke Schicht. Schleimschicht. Nicht ganz fachlich richtig, aber ich gebe dir recht, es sieht so aus und wirklich unschön, was natürlich die Funktionsflächen auf Golfanlagen, aber auch im Stadionbereich und natürlich schlussendlich auch bei uns im Hausgartenbereich einfach zumachen. Ja? Also okay. Einfach verdichten, ja. Sodass das Wasser einfach nicht mehr nach unten durch kann. Extremer noch wirklich, Andreas, ich zeige es auch noch mal ganz gerne. Welcher ist das hier? Das ist die Nassprobe von der Nummer 1. Ach so, das ist der 6, hier. Das, Entschuldigung. Die 6. Das ist die 6, das ist ja. dein, den du so wirklich so hässlich findest. Ja, genau. Ja, ich wusste schon, warum. Ja, Christian, sag dir noch mal, erstmal trocken noch mal und dann noch mal die Nassprobe. Es ist ja unfassbar,
Das sieht man ja überhaupt nicht, was da, das ist ja unfassbar, was da für ein Ton- und Schluffanteil drin ist, den man jetzt so an der Trockenprobe eigentlich gar nicht so wirklich sieht. Wenn man jetzt mal hier die entmischte Probe, ich habe euch ja gezeigt, wie das geht, die entmischte Probe sich anguckt, wie dick da oben diese Feinstaubschicht ist, die sich eben besonders gut mit so einer einfachen Wasserprobe entmischt. Das ist faszinierend. Toll, ne? Es ist wirklich, es ist hey, also der Christian ist ein geborener Sandschüttler. Sehr gut. Aber gleich ist alles weg, Christian. Aber warum ist das jetzt aber auch so stabil, Heiko? Das finde ich auch interessant. Naja, weil der einfach diese vielen Feinanteile beinhaltet. Ich habe mich ja gar nicht getraut, meine Probe zu drehen. Ich glaube, das mache ich mal. Andreas, mach doch mal. Ja, warte mal. Haltet den Deckel fest, bitte. Der Deckel ist zugeschraubt. So, genau. Ich habe mich überhaupt nicht getraut, diese Probe mal zu kippen. Das macht der Christian jetzt mal. Meine Haus- und Hofprobe. Bin ja mal gespannt, ob das jetzt alles zusammenbricht. Nein. Ach, das ist ja interessant. Oh! Ja, aber trotzdem unheimlich stabil. Ja, aber Andreas, ganz ehrlich, für mich ein guter Sand, den du da hast. Lässt sich relativ leicht. Vielleicht kannst du... Christian, vielleicht gerade den Effekt nochmal, also mit dem Drücken und so, auch nochmal hier mit der Probe zeigen. Dann sieht man einfach mal den Unterschied. Ich hoffe, der Deckel ist zu, sonst gibt es jetzt hier gleich richtig Ärger. Jetzt kriegen wir einen neuen Teppich. Neuen Teppich von der Firma Grasshopper. Aber man sieht, der Christian muss schon viel kräftiger schütteln, dass sich überhaupt mal was löst. Boah. Und das ist wirklich, ich will nicht sagen wie Beton, man könnte jetzt auch sagen, der Heiko hat da vielleicht Zement dazu gemischt. Ja, ja, ja. Aber habe ich nicht. Ja. Das ist echt faszinierend. Gut, das mag jetzt auch ein bisschen an der Flaschenform liegen, aber nee, total interessant. Okay. Also, das wäre, Andreas, für mich auch immer ein sehr guter Test, den jeder machen kann. Es müssen jetzt nicht die hochwertigen Flaschen aus dem Laborbereich sein oder hier die sehr, sehr schöne Flaschen. Die Smoothie-Flaschen, die wir die letzten Tage alle leer getrunken haben, sondern es kann einfach eine ganz normale PET-Wasserflasche sein oder was auch immer. Ja, also muss noch nicht mal ein Glas sein. Ich habe ja jetzt ein Glas genommen. Das sind alles hier tatsächlich Kunststoffgläser, die auch eine sehr, sehr gute Durchsichtigkeit haben. Das ist schon wichtig. Da sieht man immer krass, Heiko, wie der Ton- und Schluffanteil eben die Qualität des Sandes beeinflusst. Das haben wir in diesen Beispielen jetzt sehr schön gesehen. Worauf ist noch zu achten? Auf die Kornform. Aha. Ja. Was heißt das denn? Es gibt natürlich für unterschiedliche Kornformen auf dem Markt. Wir haben natürlich viele Rundsande. Ihr müsst euch das so vorstellen, in einem Flussbereich, der Sand wird immer weiter transportiert. Der rollt, ganz genau. Deswegen, viele sagen auch immer, Mensch, ist doch einfach, man könnte doch Wüstensand nehmen zum Besanden von Sportanlagen. Funktioniert aber nicht, weil der ist rund, der rollt. Ja, der Wüstensand? Naja, der wird natürlich vom Wind. Vom Wind. Vom Wind immer schön bewegt. Ja. Das heißt, wir haben hier ein sehr rundes Korn. Und rundes Korn müsst ihr euch einfach vorstellen wie ein Bällebad. Ja? Okay. Eines großen schwedischen Möbelherstellers. Das war's weg. Nein, ist super. Also, ich liebe die Bällebäder. ihr müsst euch das einfach so vorstellen, wie das große Bällebad eines schwedischen Möbelherstellers, wo wir den Andreas auch immer finden, also genau. In dem Bällebad. Und wenn man da reinspringt,
springen diese Bälle auch in alle Richtungen. Ja? Und genau das Gleiche könnte natürlich hier auch passieren, wenn man nur mit einem Rundsand baut, bewegt sich das Ganze auch hin und her. Ja? Also das heißt tatsächlich, das Korn darf gar nicht so rund sein, wie man das von solchen Bällen eigentlich kennt. Das muss halt schon eine gewisse Kantigkeit haben. Das muss eine gewisse Kantigkeit haben. Okay. Jetzt kommen natürlich dann, käme der Gedanke auf, kantig, ja, okay, dann nehme ich vielleicht einen Brechsand. Genau, ja. Ja. Was passiert bei einem Brechsand, Andreas? Keine Ahnung. Naja gut, der wird natürlich klein gebrochen. Also der wird in kleine, kantige Körner zerbrochen. Die sind wahrscheinlich sehr, sehr scharfkantig. Die sind scharfkantig. Das heißt, hier haben wir natürlich die Gefahr, dass diese scharfen Körner immer wieder die Pflanzenwurzel beschädigen, ja, und vielleicht auch abschneiden. Ja. Das habe ich von Labersand gehört. Also Labersand, der soll ja auch sehr, sehr scharfkantig sein, soll aber auch sehr porös sein und damit eine gute Wasseraufnahmefähigkeit haben. Dass eben Labersand eben für unsere Rasenflächen auch nicht optimal ist. Und du sagst, Brechsand ist genauso schlecht. Das sollte man nicht nehmen. Ein Brechsand neigt natürlich zum wahnsinnigen Verdichten. Ja? Weil okay, wir haben einfach diese Körner, die sich dann übereinander legen. Und dadurch bekommst du einfach deine Verdichtung. Was wir auch wieder nicht haben wollen. Wir, ja, wollen ja, wie du schon früher gesagt hast, das war jetzt der Frosch, der sich bewegte in deinem Glas, der uns hier abgelenkt mein hat. Mein Wasserglas lebt. Wir wollen ja diese Poren haben im Boden, ja, drin. Und genau, das bekommen wir natürlich beim Brechsand weniger gut hin. Ja? Wir haben hier natürlich, ich habe mal schöne Bildchen hier. Schöne Bildchen gemacht, wunderschöne Bildchen, war selber sehr begeistert. Die kann ja vielleicht auch der Christian mal in die Kamera halten. Wenn der Christian das kann, dann kann er das machen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel Aufnahmen mit einem Mikroskop gemacht. Hier jetzt einfach mal von dem Brechsand, ein sehr weißes Produkt. Aber man sieht einfach diese scharfen Kanten. Ja? Andreas, also ich zeige es vielleicht einfach noch, ja, ganz kurz, ja, so. Man sieht hier einfach diese scharfen Kanten und ihr könnt euch alle vorstellen, was passiert, wenn da die filigrane Rasenwurzel dran her scheuert. Ich stelle mir das gerade vor wie so Feuersteine. Früher hat man ja diese scharfkantigen Feuersteine gerne so gesucht und hat damit dann so Funken erzeugt. Und diese Feuersteine sind ja, die haben ja auch so eine, aber früher die Ureinwohner haben damit ja Werkzeuge gemacht, haben ja so eine richtige super scharfe Kante, die wirklich also wie so ein Messer funktioniert. Ganz genau, ja. Ah, ja. Ja, so sah das für mich einfach auch aus unter dem Mikroskop. Ja, wie so, ich habe den gleichen Vergleich ungefähr gehabt. Ja, so okay. Mit diesen Feuerstein von früher, ja. Ah, ja. Und genau. Sind die auch tatsächlich so ein bisschen flach und nicht so kugelrund? Kugelrund sind sie sicherlich nicht, ja, weil sie ja gebrochene Körner, ja, sind. Ja, ja, also die waren, ja, mal kugelrund, ja, okay, oder zumindest hatten die eine andere Form. Und jetzt sind die natürlich sehr gebrochen. Die können schon ein gewisses Volumen haben, aber die sind also nicht platt alle, ja, sondern aber sie sind einfach gebrochen. Ja. Ja, man sieht es einfach. Ja. Okay. Gut, und dagegen ist jetzt, jetzt zeigst du da als positives Beispiel dann nochmal vielleicht einen guten Stein oder eine optimale Form? Ein optimales, wir lassen es einfach mal ganz nur wieder den Christian zeigen. Das ist jetzt für mich einfach ein Quarzsand, sehr gut aufbereitet, von der Firma Bleinfelder. Mhm. Aus dem Raum Nürnberg, mit denen wir schon sehr lange zusammenarbeiten. Und der Bleinfelder Sand hat einfach eine kubische Form. Ja? Das heißt, auch nicht, also nicht kugelrund, sondern der hat so ja, einfach diese kubische Form und ist vor allem kantengerundet. Aha. Das habe ich schon mal gehört. Also kantengerundet soll ja ganz toll sein. Kantengerundet ist für mich einfach das Merkmal, wo wir drauf achten sollten. Ja, kantengerundet. Kantengerundet, Andreas,
Und da kommt sie, die Faust. Nicht um den Andreas. Ich habe sie schon mal gesehen, die berühmte Faust von Heiko. Kanten gerundet, man sieht es. Deswegen für mich einfach dieses Beispiel der Faust. Diese kubische Form und dann diese Kanten gerundet. Ne? Ja. So wie man das schön an den Knöcheln sieht, ja. So sollen die Kanten einfach sein. Und wenn man jetzt zwei kubische, kantengerundete Körner aufeinander tun, kann man sehen, dass die sich zwar irgendwo ineinander verzahnen ja, aber trotzdem sehr, sehr gut bewegen können. Ja? Hätte ich jetzt scharfkantige Knöchel, würden die sich nicht so gut bewegen, ja, und würden auch immer wieder neu brechen, würde immer vielleicht auch ein Stück wieder abbrechen und somit einfach immer feiner werden, der Sand. Ja? Vielleicht zur Erklärung, das Brechen, dieses Verschieben der Körner entsteht natürlich durch die Belastung, durch das drauf rumtreten, wie ich schon so schön gesagt habe. Ne? Dadurch, dass wir dann mit Maschinen, mit Füßen drauf rumtreten, wird natürlich der Boden immer wieder belastet und bewegt, also auch eben verdichtet. Richtig. Wir haben natürlich zum einen die Belastung mit der Maschine, ja, mit dem Mäher, mit dem Aerifizierer, mit dem Besander. Ja. Ja, aber man darf diese Belastung der Personen nicht unterschätzen. Genau. Ja, also gerade auch beim Golf, wenn man sich überlegt, ein Golfgrün, der Greenkeeper hat vielleicht das Loch gesetzt neu und kommt vielleicht die nächsten Tage nicht dazu, ein neues Loch zu setzen, aber dann hat man eine wahnsinnige Belastung auf diesem Bereich ums Loch drumherum. Ja. Ja. Und auch im Hausgarten hat man natürlich, Andreas hat bestimmt draußen auch gewisse Bereiche, wo mehr belastet sind. Wo man immer längs läuft. Richtig, oder wo du natürlich auch gerne zeigst vielleicht, ja, wo du einfach immer wieder unterwegs bist, als andere Bereiche, wo du weniger unterwegs bist. Und da ist es natürlich dann einfach ein Problem. Okay, vielleicht eine Frage nochmal dazu, die auch jetzt viele natürlich Zuschauer gestellt haben. Ja, welchen Sand soll ich denn nun nehmen? Ich habe jetzt, und das ist leider bei vielen ein Problem, einen sehr lehmigen Boden, also eben mit sehr vielen Feinanteilen hier, Ton und Schluff, also wirklich klebrig, ne, saugt das Wasser auf, der Boden. Reicht es da aus deiner Sicht, da einfach jetzt so einen Standard 0,2er Sand einzuarbeiten, ist das schon mal ein guter Ansatz? Absolut. Also aus meiner Sicht definitiv reicht es aus, einen guten 0,2er, wie gesagt, mehrfach gewaschen, ein bisschen schauen auf die Kornform, ja. Kein Brechsand, reicht vollkommen aus. pH-Wert muss passen. pH-Wert muss natürlich passen. Also man sollte nicht unbedingt Sande nehmen, die dann pH-Wert von 8 oder mehr haben. Klar, sauer ist auch schlecht. Ne? Sauer ist auch schlecht. Also einfach da mal ein bisschen drauf schauen. Vielleicht selber, wenn das Sandwerk jetzt nichts vorhanden hat, würde ich jetzt nicht sagen, unbedingt, man muss den Sand dann in ein Labor schicken, um das zu prüfen. Vielleicht dann einfach selber mit einem helligen pH-Meter oder einfach mal einen pH-Wert selber anschauen. Ich glaube, selbst an der Stelle ist sogar so ein ganz einfaches pH-Wert-Messen hier mit so einer Neundorf-Methode schon mal ein guter Ansatz. Absolut. Sehe ich genauso. Einfach da mal selber ein bisschen drauf schauen. Vielleicht wirklich diese Schüttelprobe machen. Atemlose Spannung. Oh, da braucht kein Schütteln. Das war ein Trick jetzt. Das war irgendein Zaubertrick, Christian. So geht das nicht. Er hat oben also, den Magnet gedrückt. Ja, dass der. Aber das eben zeigt, ne, wenn eben diese Ton- und Schluffanteile, das haben wir, glaube ich, schon tausendmal gesagt, jetzt das Wort, rausgewaschen sind, dann bleibt wirklich das wunderbare Korn über, was auch eben dann eben so schnell auch zerfällt, ganz im Gegensatz zu diesen anderen Proben. Ja, man sieht jetzt einfach hier, das ist auch ein 0,2er Sand, Quarzsand. Ja. Also wir haben ja, ich habe es glaube schon gesagt, alles 0,2er Sand extra mitgebracht. Also keinen fein abgesiebten 0,3, 0,7, 0,5, 1,5, was es da so alles gibt. Das ist jetzt der von Bleinfelder, der wirklich
sich sehr, sehr, sehr gut einfach sofort auch löst. Ja, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Mal ein anderes Beispiel vielleicht, so einer nochmal hier. Genau, hier habe ich noch ein anderes Produkt jetzt mitgebracht. Andreas schaut schon, was da so drin rumschwimmt. Ja, da schwimmen natürlich auch so ein paar Feinstoffe drin. Ja, also da kleine Tierchen oder was ist das? Das sind keine kleinen Tierchen, sondern das sind tatsächlich so ein paar organische Rückstände, Kohlerückstände, die natürlich in so einem Quarzsand vorkommen, mit drin sind. Die Sandwerke natürlich versuchen, das zum größten Teil rauszubekommen, gerade in ihren fein fraktionierten Sanden. Ich finde es jetzt nicht schlimm, dass da in einem 0,2er Sand ein bisschen Kohle mit drin ist. Manche schmeißen sich extra Kohle auf den Rasen. Hier hat man es mit dabei. Das ist jetzt kein Thema, aber was hältst du denn davon, von den Huminstoffen? Huminstoffe sind wichtig, absolut. Seht ihr? Ja. Und auch hier, wenn man den jetzt dreht, ich kann es ja auch hier jetzt mal machen, sieht man eigentlich sofort. Aber der zerfällt sofort. Dass der Sand, ohne dass ich viel machen muss, sofort zerfällt. Ja. Jetzt würde ich ja gerne nochmal. Der Firma Holzim. Achso, da habe ich keinen Deckel. Ein sehr guter Sand der Firma Holzim aus dem Karlsruher Bereich. Sehr schönes Produkt. Echt Wahnsinn, ne? Wie man sich mit Sand beschäftigen kann. Also, ich hätte nie gedacht, da jetzt hier so ein langes Video drüber zu drehen. Heiko, ja, was kannst du uns vielleicht noch mitgeben, so zum Schluss, so als. Als guten Tipp vielleicht nochmal zum Schluss, ich denke, wir haben schon das meiste angesprochen. Gibt es noch etwas, was wir vergessen haben, was wir vielleicht nochmal erwähnen sollten? Was mir auf alle Fälle wichtig ist, ist auch beim Sand. Wenn ihr eure Rasenfläche besandet, häufig kleine Gaben. Ja, genau, wie besanden, wie. Besanden, ja, das ist nochmal ein gutes Thema. Häufig kleine Gaben, als dem Rasen zu viel auf einmal zu geben, den abzudecken, weil dann fängt der Rasen einfach an, sehr viel Masse zu produzieren, Pflanzenmasse zu produzieren, die wir wieder nicht haben wollen. Also die wir nachher wieder rausvertikutieren müssen, was dann nachher wieder den Rasenfilz gibt. Ja. Also ich habe tatsächlich da vielleicht auch das schon falsch gesagt. Also ich habe tatsächlich gesagt, dass man bis zu 10, 20 Millimeter besanden kann. Natürlich um auch die Fläche natürlich auszugleichen, ne, zu glätten, also eine bessere Ebenheit zu erzeugen. Und dass natürlich dadurch auch die Gräser schon abgedeckt werden, dass man eben dafür sorgen muss, durch Bürsten, dass möglichst also der Grashalm wieder durch den Sand durchgezogen wird, rausgezogen wird. Aber wenn ich dich jetzt so höre, ist das schon zu viel. Das kann man punktuell mal machen, um wie du sagst, Unebenheiten dann mal mit einem Schlag auszugleichen. Ist aber immer natürlich eine Gefahr, dass man eine Schichtenbildung dann im Rasen bekommt. Ja, diese Sachertorte, darf ich das sagen, dass wir das an einem Bereich gefunden haben? Ja, also wir haben ein paar sehr, sehr interessante Ergebnisse. Wir sind im Vorfeld, das darfst du sagen, Heiko ist im Vorfeld mal über unsere Rasenfläche gelaufen, da haben wir jetzt leider nicht gefilmt. Aber ich mache das nochmal in einem Video, genau das, was Heiko gemacht hat. Da habe ich wieder unglaublich viel dazugelernt. Also ihr glaubt ja gar nicht, was man alles lernen kann. Und da haben wir eben tatsächlich auch an der einen oder anderen Stelle eben so einen Schichtaufbau gefunden. Ne? Viel Sand, dann viel Organik, viel Sand, viel Organik. Und dann sieht das eben wie so eine geschichtete Torte aus. Ganz genau, ja. Und das ist das, was wir nicht haben wollen, weil dann haben wir dann auch wieder das Problem der Durchlässigkeit einfach. Ja. Ja, genau. Also das ist so das A und O, ne? Diese Durchlässigkeit, dieses Durchstechen auch der Schichten, also gar nicht mit Vollspoon, wenn man sowieso schon sandigen Boden hat. Hatte Heiko mir gesagt, dann ist es gar nicht so gut, da noch mehr Sand reinzuarbeiten. Bitte? Ach so, mit Hohlspoons, also was habe ich gesagt? Du hast Vollspoons gesagt. Ach so, ich meinte danke Christian. Also wenn man mit Hohlspoons arbeitet, bei einem sehr sandigen Boden, ist das eigentlich sinnvoll. So habe ich das jetzt verstanden. Also eher mit Vollspoons oder, sag's nochmal. Man sollte eher mit Vollspoons arbeiten. Man sollte eher mit Vollspoons arbeiten, weil mit Mini-Tines oder auch, es gibt zum Beispiel auch flache Wurzelmesser, sowas macht einfach
mehr Sinn, wenn der Boden schon sehr sandig ist. Ja? Weil warum diesen guten Sand, den man schon eingearbeitet hat, ja, wieder rausholen? Ja. Ja? Das ist auch immer, was ich ganz gerne meinen Kunden sage. Ich meine, wir verkaufen auch gerne lastzugsweise Sand, ja, und beliefern die Kunden damit, aber wenn es nicht unbedingt Sinn macht, ja, wenn jemand eine neue Rasentragschicht hat und man fängt dann sofort mit Hohlspuns an, erschließt sich mir nicht. Ja. Okay. Also da bin ich dann eher auf der Seite, dass ich sage, okay, hier muss man auch Ressourcen schonen. Sand ist ja auch irgendwo endlich mittlerweile und ist ja auch nochmal ein anderes Thema, auf das wir jetzt gar nicht so groß eingehen wollen, aber da einfach mal überlegen, brauche ich, wenn ich einen schon sehr sandigen Boden habe, sehr sandigen Aufbau habe, muss ich den Sand rausholen und wieder neuen einbauen? Mhm. Ja. Oder kann ich einfach mit Vollspuns arbeiten, ja, um noch und dann mehr, natürlich auch gar nicht mehr so, Sand reinzubringen? Ja, und dann auch gar nicht so dicke Vollspuns, sondern also auch möglichst wenig verdrängen eigentlich, sondern eben vor allen Dingen öffnen. Richtig, ja. Viele, viele kleine, dünne Spuns. Ist natürlich im privaten Bereich nicht so einfach. aber da gibt es sicherlich jetzt ein paar pfiffige Köpfe, die jetzt gleich so kleine Tiny-Tines-Handerifizierer entwickeln. Mal schauen. Ja, okay. Gut, also ja, interessant. Ja, und das natürlich öfters machen. Ne? Also durch diese Filzschicht, die sich leider auch bei mir an vielen Stellen nun doch mehr gebildet hat, als ich gedacht habe. Um diese Filzschicht eben zu reduzieren, ich sage mal nicht zu beseitigen, zu reduzieren, muss eben diese Filzschicht immer wieder durchstochen werden. Ich habe auch mal geglaubt, dass diese Nagelschuhe nichts bringen, aber so dumm sind die eigentlich auch gar nicht. Also auf jeden Fall ist es wichtig, dass man immer wieder diese Filzschicht durchsticht, damit eben Luft eben tatsächlich reinkommt in den Boden, dass das Wasser besser ablaufen kann. Und dadurch kann dann das Bodenleben, die Mikroorganismen können dann tatsächlich die Filzschicht auch besser abbauen. Ganz genau, ja. So sehe ich das auch, ja. Cool. Ja, Heiko, vielen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch über Sand. Ich fand es sehr, sehr cool. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Heiko, danke dir nochmal und vielleicht sehen wir uns mal wieder zu einem anderen Thema. Sehr gerne, Andreas. Hat mir auch Spaß gemacht. Vielen super, Dank. Cool. Ja, macht's gut, lieber Rasenfreaks. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.